So, servus, grüßt euch. Willkommen bei Gran Turismo 7, Folge 22. Falls ihr Bock habt, mehr davon zu sehen, schnabulieren, abonnieren, kommentieren und liken auf Twitch und auf YouTube. Auf Twitch könnt ihr vorbeischauen, dann, da bin ich meistens online. Sagt hallo, ich freue mich. Droppt ein Follow, kostet euch nichts und ja, ihr helft mir beim Wachstum. Und die Glocke könnt ihr bei beiden Plattformen einfach drücken, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Dankeschön. Let's go, Folge 22, Gran Turismo 7. Action Jackson. Und sie wird heißen Sammlung Doppelpunkt Chevrolet. Davor Menübuch Nummer 27. Mal gucken, wie viel Platz halt ist. Die Corvette C7. Oh, okay. Chevrolet Convertible und Corvette ZR1 von 89. Let's go. Dieses Mal müssen sie die Chevrolets sammeln. Sie verbinden die Marke vielleicht mit SUV. Aber Chevrolet baut auch Sportwagen, wie die Corvette und den Camaro. Also ich habe eigentlich schon an die Corvette gedacht. Und richtige Sportwagen. Diese drei Autos sind Beispiele für Chevrolets berühmtes stylisches Design. Kommen Sie wieder, wenn Sie sie haben. Let's go! Ich bin auf dem Weg. Menübuch 27, Sammlung Doppelpunkt Chevrolet. Und nochmal einen Schluck Tee trinken. Main. Also mit was dürfen wir fahren? Wir haben momentan einen Tundra. Ein Toyota, habe ich gelernt, ist das. Wo sind wir denn hier, die drei? Ja. Amerikanischer Clubman Cup 700. Oh, 700. Land USA muss es sein. Land USA, was fahren wir denn da Schönes? Wir haben den schönen Ford GT hier. Wir haben halt noch keinen 700. Wir haben ja den Camaro mit 621. Haben wir an dem schon rumgespielt? Haben wir an dem schon rumgespielt? Ich weiß gar nicht. Vielleicht, ja. Mal gucken. 700. Ist das fix oder ist das nur empfohlen? Empfohlene 700, okay. Dann schauen wir, was wir aus dem machen können. Vielleicht haben wir ja schon ein bisschen rumgefummelt an dem. Tun wir noch ein bisschen optimieren. Nee. Wir haben gar nichts. Okay, auf jeden Fall Rennreifen rein, rein da. Und dann machen wir... Wir machen gescheite Keramikbremsscheiben rein da. Machen es gleich ganz krass. Nein, oh, ich wollte nicht ganz raus. Jedes Mal, ne? Jedes Mal. Kanäle polieren. Kriegen wir hin. Dann Ladedings da. Rennluftfilter. Nehmen wir auch mit. Dann Auspuff kriegen wir auch hin. Dann brauchen wir noch schöne Bremsbelege. Bremssatz haben wir ja. Voll und passbare Dings da. Rennkupplung. Machen wir auch. Ja. Bremsstabilität ist auch sehr wichtig. Getriebe weiß ich nicht. Okay. Bohren können wir auch noch machen. Das haben wir auch mal mit drin. Sportaufhängung. Haben wir eigentlich, was für eine Aufhängung haben wir eigentlich hier? Gar keine, oder? Da schreit es bei mir meistens. Wir haben keine Aufhängung. Keine gescheite Aufhängung, oder? Voll anpassbare Aufhängung haben wir gar keine. Dann Semirennen haben wir, gibt's keine. Höhenverstellbare Sportaufhängung. Und Clubsport. Gibt es eine. Wo ist denn hier Sportaufhängung? Ja, tun wir mal rein.
Bohrung haben wir und dann machen wir halt das Übliche, ne? Hier so ein bisschen mehr leichter das Ding. Noch leichter. Ja, wird passen. Mal schauen, ob wir so zu fahren dürfen. Ich habe es nicht geschaut, die Begrenzung ist oder ob man es, ob es nur empfohlen ist. Aber ich glaube, es ist nur empfohlen. Ein bisschen overtuned, aber ja, mal gucken. Okay, geht. Geht, geht. Ey, geil, Laguna Seca, 5 Runden, sehr geil. Schön. Schöne Sache. Oh, hört sich schon heftig an. Ich glaube, wir haben ein bisschen übertrieben mit dem Auto, aber egal. Hab Bock. Oh, aber warum dreht sich das so? Also ich habe... Ach, Getriebe vergesse ich immer wieder. Alter, wir haben so Power. Ich habe Getriebe vergessen. Ich hab die Rennreifen gemacht, oder? Dann ist es trotzdem so instabil. Richtig vorsichtig fahren hier. Kann mich nicht so in die Kurve legen oder so, ne? Trotzdem ein sehr empfindliches Auto. Ich dachte, durch die Slicks hat so ein bisschen Stabilität gewonnen, aber irgendwie schwierig, aber egal. Racing. Kann er nicht scharwenzeln hier. Sehr instabil eigentlich, ey. Aber schnell, schnell. Na gut, wir fahren ja auch schon ziemlich schnell, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht eine Kurve, dass man mit 80 bis 40 und 150 mit die gefahren wird. Wir müssten ja trotzdem Heckantrieb haben, oder? Deswegen ist es so eine Dreckschleuder. Antrieb haben wir ja nie geändert. Ich weiß nicht, bei welchem Spiel ich immer den Antrieb auf 4 Radantrieb geändert habe. Ist bei Forza oder bei Turismo? Habe ich aus jedem Auto einfach einen Vierradantrieb gemacht, weil es einfach am einfachsten zu fahren war. Also 4 WD. Oh, der andere ist schon ziemlich weit vorne. Das kann schauen, ob wir es hinkriegen. Haben wir noch ein paar Runden. Aufpassen hier. Aber wenn nachher die Begrenzungen kommen, ist dann schon wild. Dann ist dann heiß, ja, du darfst nur 400 haben, nur 500, 600. Tu dein Auto so basteln. Da können wir nicht mehr hier einfach so alles YOLO machen, alles vom allem das Beste.
schon ein Biest, Alter. Einmal zu viel Gas gegeben an der falschen Stelle. Srip. Könntest du noch versauen, wenn wir hier, ich riskiere dann mal so ein bisschen mehr pro Runde. Gleichzeitig auch mein Fuß und au, au, hier die Kurve. Ihr merkt vielleicht manchmal, dass die Füße machen, was sie wollen. Wenn so ein Krampf kommt, muss ich halt manchmal einfach den Fuß ausstrecken. Uiuiui. Zum Glück habe ich so ein überzüchtetes Auto. Kann manchmal noch so Scheiße bauen, das ist okay. Nicht der Kampf mit der anderen, sondern der Kampf mit dem Auto hier. Ich werde es noch safer sauen, ne? Ist halt schwierig manchmal hier. In sein Limit zu gehen, sondern dich schön da entspannt fahren. Ich rede immer, wie ich nachkorrigiere, weil immer das Heck kommt. Wow, 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 wow. Richtig schnell fahren über die Curbs, aber ich traue mich nicht. Trotzdem einen krassen Fehler. Der war mich echt überzüchtet, aber es ist egal. Ich finde es gut. Zwischendurch auch mal entspannte Rennen. Es werden bestimmt noch die Schwitzer Rennen kommen. Wie technisch schreibt, WTC 600 Meisterschaft. Vorgegebene Begrenzung, also vorgegebene Leistungspunkte heißt es ja hier. Mal schauen. Ich habe eine Menge ausgegeben, hey, lol. Vielleicht suchen wir uns da sogar so Setups online, dass wir nicht so viel zu lange rummachen. Mal schauen. Kann ja auch sein. Sollen ja entspannte und Folgen werden. Am besten uncut, aber bei manchen zu viel Wiederholungen muss man da schon ein bisschen Katharina machen. Sonst einfach zu langwierig zu schauen. Okay, das ist der Controller, ist einfacher zu steuern. Im Menü Special Stage Route Access haben wir eben freigeschaltet. Oh Gott! Ach du Scheiße. Was ist denn hier? Wieder mal hier Dingsbums. Eine Runde? Das ist so Troll-Ding oder was? Gibt's doch nicht in echt, oder?
Ist das nicht eine Drag Race Strecke? So, das ist ein Flughafen. Scheiße, man, wo ist denn das Ende hier? Boah, wie lang ist die denn? Wie lang man sich da, wie langsam man sich da bewegt? Also hier kannst du Hochgeschwindigkeitstests machen. Der Punkt auf der Karte geht halt mal gar nicht voran. Eine Minute schon. Geht sogar bergab. Alter, was zum Teufel? So kann man mit Lenker so ganz gemütlich lenken. Auch oft sogar auf der Spur bleiben. Mit Controller kann ich mir das gar nicht vorstellen, so ein bisschen lenken. Krasse Scheiße, ich dachte, das ist in 10 Sekunden erledigt, Rennen. Ach, du musst Vollgas bleiben. Ach, der Winkel ist halt so, wusste ich nicht. Ja, Vollgas bleiben, weil der Winkel passt. Sieht so klein aus, habe ich halt, ja, hat Schiss gehabt, ne? Ja, da kam sofort. Also ich glaube, die Strecke ist ja auch spannend hier. Wirklich hinten dann nicht Gas zurücknehmen? Das versauen müssen wir eine scheiß Nummer fahren. Imagine das 10 Runden. Ja, und sonst so, Chat? Was geht? Halt sie am Start! Oder schlaft ihr schon hier? Schlafen Main, oder? Eins sage ich dir, mein Fuß schläft zum Glück nicht ein. Mhm. 4 Minuten schon. Ja gut, ich hoffe, es gibt ja kein Rennen mehr, das ist einfach nur so ein Troll. Ganz langsam lenken hier, Alter. Aber da es so eine Steigung gibt, geht's eigentlich. Jo.
gibt doch so eine ähnliche Strecke in echt auch zum Rekorde brechen, oder nicht? Einfach rechts abbiegen, da der Pit. Boah, heftig. Schon irgendwie geil, trotzdem. Die Erfahrung musst du mal gemacht haben. Heftig, heftig. Kannst du nicht ausdenken. Das ist die gleiche Szene, okay? Beim Camaro, nur 3 Sekunden Vorsprung. Das mit einer heftigen Übersetzung kannst du bestimmt viel schneller fahren. 45.000 für das einmal rumfahren, okay, gut. Kann man sich ja mal gönnen. Ja, ist ganz nett, aber das ist ja bescheuert halt. Bescheuert. So. Also haben wir die C7 Stingray gewonnen hier. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil hier. Okay. Verlassen. Shit, ich war doch AFK, der Puls ist schon wieder disconnected hier. Das müsste mir ja sagen, Chat. Wenn der Puls sich nicht bewegt, dann ist er disconnected. Disconnected ist es dann. So, dann haben wir noch Daytona. Okay, aber das ist jetzt nicht im Kreis von, oder? Ja gut, okay, passt. Im Straßenkurs, okay. Aber es gibt auch im Kreisfahren hier. Naja, es sind trotzdem einige Punkte, die spannend sind. Ich kann dem nicht so viel abgewinnen. Dem hier. Man fährt hier eben Kreis, aber oval meine ich. Ovalrennen. Oh, 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 oh. Ganz behämmert von dem Freund. Da lautet. Eieieiei. Das ist doch mein Ovalauto. Ey, schon mal die Bumsen. Ey, wow. Die haben das Schwein reingemacht. Dann machen wir mit, oder? Ich wollte das so nicht. Tut mir leid. Ich habe gesagt, dann machen wir mit, aber ich wollte voll bremsen. Aber der ist. Keine Ahnung. Ich wollte den nicht berühren. War keine Absicht. Mustang GT15. Kommen wir wieder ein paar Geschwindigkeiten. Oh, müssen wir bremsen, oder? Müssen wir hier bremsen? Ich habe gar nicht geschaut, wo geht's hier lang? Da geht's lang, oder? Ich hatte die Strecke runter, ich habe nicht drauf geschaut, weil ich einfach nur Angst hatte. Jetzt kommen längere eine Ovalstrecke. Der Ovalteil. Uiu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 
Ja, bremsen und dann rechts Wiese, kannst vergessen. Kannst keinen Halt mehr. Muss ich schauen, dass ich hier irgendwie da noch wieder rankomme an die. Wieder Wiese mal. Boah, ist jetzt zugelassen, ey, krass. Nicht gerade meine schönsten Runden hier. Einmal wurde ich ja schon zurückgesetzt im Spiel. Komische Sachen und Dinge gemacht habe. Ja, hier ist wieder Strecke. Also das Auto ist schon auch sehr schwer zu kontrollieren. Man kann auch nicht wirklich so sicher fahren. Man muss immer sich bewusst sein, bei jedem kleinen Gas zu viel ist vorbei. Jetzt kommt wieder der Teil, der nicht lange dauert, oder? Mit dem Oval. Geht's wieder gleich rein. Wo ich vorher da durchgepäst bin. Ist das richtig oder wo muss ich jetzt bremsen? Bremsen doch schon mal. Hier. Ja, ist okay. Passt. Entschuldigung. Ich habe mich auch wohl mit Zeit zusammen, da steht oben in der Mitte voll fett unten links. Zum Glück steht sie oben in der Mitte, weil unten links sieht sie ja nicht wegen meinem eigenen Timer. Du musst ja hier in der Kurve hier bremsen. Das ist mit dem Auto. Ich schaffe es immer so instabil Autos zu bauen, keine Ahnung, was ich da falsch mache. Wie Aufhängung falsch oder. Die wackeln alle immer so. Einfach eine wunderschöne Sicht hier zu fahren, so Gran Turismo. Ist einzigartig, finde ich so. Ich fahre nicht so gerne Stoßstange, glaube ich, ist das eigentlich. So, hier ist es geil. Schöne Anzeigen und so. Echt gut gemacht. Immer schon die Sicht, die ich gefahren bin bei dem. Jetzt fahre ich gern Motorhaube. Cockpit ja auch, aber. Oh. Ist das wieder der Teil hier? Und nur ein bisschen? Ja, weil vorne kommt so eine krasse Kurve, sehe ich gerade. Das ist schon fies, oder? Mr. Ultra schnell. Das ist entweder oval oder gar nicht, oder? Hier
den Ball ziehe. Und nicht, okay. Haben wir auch noch ein bisschen. Jetzt hat er. Sehr geil. Miau. Wild, wild, wild. Krass. Haben wir geschafft. Heftig überzüchtetes Auto haben wir geschafft. Beste Jubelszene ever. Nochmal 30 Kern Detach. Aber ich glaube, wir haben Minus gemacht. Von daher. Ja, egal. Geschafft. Sie haben im Menübuch angegebenes Fahrzeug erworben. Dankeschön. Mhm. Stufeaufstieg, 14 auf 15. So, gehen wir zurück ins Café. Machen wir, machen wir. Geht doch gerne mit euch ins Café-Chat. Beste. Café Main. Bin ja gespannt, ob Technik das seine Strecke schafft. Sammlung Chevrolet schon abgeschlossen. Hey, Glückwunsch. Sie haben alle drei Autos. Damit ist Ihre Chevrolet-Sammlung komplett. Sobald Sie Ihre Belohnung haben, kann ich Ihnen einige Geschichten über die Autos erzählen. 4-Sterne-Roulette-Ticket. Uiuiui. Sammlung Chevrolet Menübuch Nummer 27 komplett. Also, was sagt er, Lucy hier? Die Corvette und der Camaro von Chevrolet gehören zu den wichtigsten amerikanischen Sportwagen. Die Marke Chevrolet wurde im Jahr 1911 gegründet und nach einem ihrer Gründer, Louis Chevrolet, benannt. Das erste Auto, das die Firma produziert hat, war der Classic Six, ein großes Auto mit Reihenmotor. Okay. Ihr bekanntestes Modell ist wahrscheinlich der zweisitzige Sportwagen Corvette. Ja, klar, Corvette kennt man doch. Die erste Generation der Corvette wurde 1953 vorgestellt. Und neue Corvettes werden bis heute produziert, was für den Platz des Autos im amerikanischen Motorsport spricht. Mhm. Das war's schon. Okay. Damit kommen wir dann zum Ende dieser Folge. Ich glaube, es war 22. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und daher sage ich da nicht viel. Ich habe es schon wieder vergessen. Wenn es euch gefallen hat oder mehr sehen wollt, schnabulieren, abonnieren, kommentieren, liken. Und auf Twitch ein Follow hinterlassen. Sagt Hallo. Schreibt in den Chat. Ich freue mich. Die Glocke könnt ihr auf Twitch und auf YouTube drücken. Immer zack, zack, bam, bam. Kostet euch nichts. Und hilft mir beim Wachstum. Vielen Dank an der Stelle. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Gran Turismo 7. Eine Lenkradfolge.